Die freiwilligen Helfer sind nach wie vor in sehr großer Zahl hier und versorgen die Flüchtlinge mit Wasser, mit Nahrungsmitteln, auch mit Kosmetika. Wie wir hier sehen können, wurde ein gewisser Teil der Spenden eingeräumt und eingepackt hier auf diesen Wagen. Das liegt ganz einfach daran, dass man viele Spenden jetzt nach drinnen gebracht hat, in die Bahnhofshalle hinein. Und die verderblichen Waren, die gespendet wurden, die gehen weiter vom Bahnhof weg zur Münchner Tafel. Also es ist wirklich keine Spende verloren. Jetzt ist mir schlecht.